Hallo und herzlich willkommen heute zu dieser Ausgabe Let's Play World of Warships mit einem deutschen Schlachtschiff. Yeah! Aber leider noch nicht das auf die wir uns alle freuen. Und zwar hier in dem Fall könnte es die Bismarck sein oder auch natürlich eines der anderen Schiffe. Nein, wir stimmen uns ein bisschen auf die deutschen Schlachtschiffe mit der Tirpitz ein. Der Dakota 0857 hat hier das Ganze eingeschickt. Und auch wenn es keine Bismarck ist, ist das Schiff einfach traumhaft schön. Gerade in Anbetracht dessen, dass ja das eigentlich schon die bessere Bismarck ist, weil die Bismarck hat ja keine Torpedos. So, und jetzt schauen wir mal, was er hier so reißt. Die ersten Schüsse gehen Richtung Tirpitz. Oh, so ist es jetzt richtige Geschwindigkeit. Hat hier auch schon seinen Scout aktiv, deswegen kommt er hier überhaupt dran. Aber natürlich ist gerade diese Ansicht, diese Scout-Ansicht, nicht so ganz einfach. Er trifft zwar, aber er macht wohl keinen Schaden. Beziehungsweise haben wir es jetzt nicht gesehen. Schiff ist leider zu. So, und jetzt merkt er auch, nee, da drüben kommt er nicht mehr ran. Es wird nichts mehr. Deswegen geht er jetzt Richtung Amagi. Kommt hier mit den vorderen Kanonen drauf, schießt aber nur einen Schuss auf die Amagi, sagt, das muss langen. Damit mache ich die schon One-Shot weg. Nee, das geht natürlich nicht. Kriegt hier jetzt auch da nichts auf was er da drüben wieder schießen könnte. Muss also jetzt umaimen wieder auf die gegnerische Tirpitz. Die schwenkt aber jetzt ein bisschen ein. Das ist sehr schön. 10 Sekunden muss er planen von der Vorhaltezeit. Aber wie gesagt, fahrt jetzt schön breitseitig. Schießt mit allen Kanonen bis auf die vierte. Jetzt nimmt er auch die noch nach. So, und jetzt kommen die Schüsse hier an. Oh, eine Zitadelle! Ich dachte da, ich habe nach dem ersten Tausender gedacht, okay, das wird nix. Aber da haut er nochmal die Zitadelle raus. Sehr schöne Nummer. Ah, ich freue mich wirklich auf die deutschen Schlachtschiffe und jetzt wird es ja hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Also, ich bin sehr gespannt und freue mich auch wirklich, wenn ich euch die dann präsentieren darf. Aber ich kann euch sagen, noch habe ich selber nicht Hand anlegen dürfen. Also von dem her habe ich euch da noch nichts voraus. Ich kenne sie leider selber noch nicht. Ich habe auch nur das mir auf dem Testserver angesehen, was ihr ja im Video gesehen habt. Aber ich bin schon sehr gespannt. Ich habe nämlich auch ein Video, ein chinesisches Video, weil der China-Ableger, der hat ja ganz eigene Regeln, das macht ja auch wohl nicht Wargaming direkt. Da gibt es die Schiffe nämlich schon, beziehungsweise da kann man sich die schon anschauen und da habe ich mir vom großen Kurfürst ein Video angeschaut. Ich kann euch sagen, Topgeschwindigkeit ist ähnlich wie von der Tirpitz hier, nämlich knapp um die 31 Knoten. Also auch hier ein deutlich schnelleres Schiff, als man es von vielen anderen kennt. Und ich denke mal, es zieht sich bei den deutschen Schlachtschiffen allgemein durch, dass man Schiffe bekommt, die einfach deutlich schneller sind und vielleicht dafür nicht so gepanzert. Also wirklich eher Schlachtkreuzer als Dreadnoughts. So, jetzt will er die Atago hier raus haben. Gehen wir wieder auf das Spiel hier um. Jetzt haben wir genug von den deutschen Schlachtschiffen im Allgemeinen geredet. Ja, da hat es nur eine Schelle gebraucht, die ihn dann rausgenommen hat. Damit Kill Numero Uno. Ja, die Hatsuharu, da kommt er nicht drauf. Gerade so ein bisschen unschlüssig, auf was er schießen soll. Ich würde weiter auf die Tirpitz gehen, in der Mangelung anderer Ziele. Alles andere ist gerade hinter Inseln oder einfach nicht beschießbar. Die Colorado, hier auch in voller Fahrt. Ah ne, die ist gar nicht so schnell. Sieht man jetzt ganz gut. Ich glaube, ob er so weit vorhalten braucht, weiß ich gar nicht. Schießen könnte, aber zumindest mal probieren. Jetzt macht das. Aber ich habe das Gefühl, das war zu weit vorne. Ich glaube, die ist langsamer. Oh, nee, die kommen gut. Hab nichts gesagt. Oh, schön, 12.000 Schaden. Sehr nice. Habe ich genau gesehen, dass man genauso schießen muss. Nee, habe ich ehrlicherweise echt unterschätzt. Hätte gedacht, wer wird nicht ankommen, aber war doch schneller das Biest als erwartet.
fahrt immer noch schön breitseitig, also vielleicht auch die nächsten könnten noch mal wehtun. Ja, noch mal 6000, feine Nummer. Und scheinbar schießt er sich jetzt ein bisschen auf die ein. Er selber fahrt auch ganz schön breitseitig, also da müsste er aufpassen. Weil wenn natürlich einer der Gegner jetzt mal meint, ja, die Tirpitz, das ist ein schönes Ziel. Und der ist nämlich hier das erste zu erreichende Ziel hinter in die Warspite, Kutuzov. Aber die sind alle nochmal weiter weg. Das heißt, eigentlich, wenn ich jetzt die Amagi oder Colorado wäre, würde ich jetzt mal auf die Tirpitz schießen. Und jetzt dreht er auch Gott sei Dank mal ab. Und wieder 4000. Ja, das läuft. So, und jetzt mal schauen, was hier so die nächste Salve bringt. Ah, das ist einfach ein wunderschönes Schiff, da kann man sagen, was man will. Vielleicht schießt der Gegner deswegen gar nicht so bewusst auf ihn, dass er denkt, nee, die Tirpitz, die gefällt mir zu gut. Auf die will ich nicht schießen. Am Agi darf man nicht unterschätzen von der Geschwindigkeit, die ist auch deutlich schneller, als man sie selbst erwarten kann und mag. Das gegnerische Team hat die Führung. Ja, leider nur ein Tausender. Da will man natürlich mehr, wenn man trifft. Man lädt ja schon lang genug nach. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Ne, jetzt die Colorado, die ist auch von der Distanz wieder deutlich attraktiver. Jetzt kommt Wirbelsturm auf, der die Sichtweite verringert. Und Sichtweitenverringerung ist jetzt eigentlich für ein Schlachtschiff normalerweise nicht cool. Aber wenn man in der Tirpitz ist und noch Torpedos am Start hat, da kann das schon durchaus mehr Spaß machen. Also deswegen bin ich da gespannt, ob wir nicht sogar jetzt den ein oder anderen Torpedo noch in der Runde sehen werden. Noch ist die Sicht perfekt, noch kann er schießen. Tut das auch fleißig, auch wenn er jetzt leider nicht nochmal so schön die Zitadelle trifft wie vorher. Ah, leider nicht. So, und jetzt von vorne. Die Chapayev, die steht da ja. Das ist ja sensationell. Jetzt fährt sie wohl ein Stückchen weiter, aber das könnte jetzt richtig wehtun, was die Chapayev da macht. Ah, hat sie Glück. Hat sie riesig Dusel, dass sie jetzt gerade wieder rückwärts fährt. So, jetzt nimmt er Torpedos. Torpedos auf die Distanz kann ich schon sagen und ehrlicherweise versprechen, die treffen nicht. Tirpitz-Torpedos haben nämlich nur 6 Kilometer Reichweite. Also das wird nichts. Und jetzt, oh, jetzt fahrt er hier Breitseite in alle Gegner rein. Wir sehen auch, dass der Gegner hier deutlich mehr Schiffe hat. Alle Cap-Punkte, also das ist mittlerweile so extrem auf Gegnerseite die ganze Runde. Sein Team 4 Schiffe, Gegnerteam hat noch 9. Also jetzt 8, gut, aber hatte davor 9. So, und jetzt ist auch der Wirbelsturm aktiv. Das heißt, jetzt ist die Sicht richtig bescheiden. Jetzt sieht keiner mehr was. Sein Team ist auch ganz schön aufgesplittet. Hier hinten die Warspite, okay. Da vorne käme noch, was dürfte das sein? Die Colorado und ganz da hinten auf A, nee, auf EF1, da ist noch die Kutuzov. Die bekommt jetzt auch Besuch von 2 Schiffen. So, jetzt kriegen wir hier das erste Schiff bald eventuell wieder zu sehen. Zumindest fährt da vorne einer. Aber eben die 8 Kilometer sind noch nicht erreicht. Er ist entdeckt. So, und jetzt ist die Aober zu sehen. Ah, das ist natürlich eine traumhafte Distanz. Jetzt wartet er, glaube ich, bis die Aober... Ne, dreht nicht rein. Oh, jetzt dreht sie raus. Perfekt, perfekt.
Das wird ein Kill. Das dürfte nichts anderes als ein Kill werden. Dafür ist die Aube einfach zu weich, ja. Gegnerischer Kreuzer zerstört. Als dass der nicht funktioniert. So, 3 Schiffe gegen 7. Volle Ticketanzahl 200 zu 750. Also das Game ist in der Regel, kann man sagen, eigentlich schon rum. Aber vielleicht kann er ja noch einiges mitnehmen. Ehrlicherweise kann ich euch gar nicht sagen, ob das ein Sieg oder eine Niederlage am Ende ist. Ich habe nicht aufgepasst bei der Auswahl. Ich habe mich ein bisschen vom Schaden verleiten lassen. Oh, da ist jetzt die Tierpilz, die gegnerische. Und auch wenn die Torpedos eigentlich nicht so weit kommen, aber hier hat man jetzt den Vorteil, die Tierpilz kommt in seine Richtung, verringert also somit die Distanz auf natürliche Art und Weise und damit könnte er natürlich schaffen, dass die Torpedos trotzdem treffen. Man könnte jetzt auch überlegen, abzudrehen und die andere Seite nochmal hinzuhalten. Jetzt dreht sie weg, aber dafür dreht sie jetzt so rein, dass er hier perfekt auf die Seite schießen kann. Allerdings nur 1900 Torpedos. Trifft vielleicht, trifft da einer? Ja, einer trifft. 2 treffen. Sehr schön. Und hier kommt jetzt auf die Seite drauf. Die Tierpitz-Kolonne zentriert sich nämlich jetzt komplett auf die Warspite. Ob das das richtige Ziel in dem Augenblick war, weiß ich nicht. Bisschen weiter runter, bisschen mehr auf die Wasserlinie hätte man halten können. Dann kriegt man vielleicht auch noch die Zitadelle gut hin. Die heilt sich jetzt gerade. Sieht man schön. Jetzt ist die andere Warspite zerstört. Jetzt müsste er langsam die Tierpitz wegbekommen. Ohne sich da selber zu schwer zu machen. Aber hier in dem Fall kriegt das leider nicht hin. Die Sekundären schießen zwar komplett mit, versuchen hier das Möglichste. Aber auch da keinerlei Brand, das da ausgelöst wird. Ganz im Gegenteil, er brennt jetzt. Geheilt hat er sich gerade. Reparieren könnte er. Aber das wird er wahrscheinlich noch nicht sofort machen. Sondern der wird warten, bis da die Tirpitz zerstört ist. Jetzt kommt auch noch eine Feragut. Er zielt mir ein bisschen zu hoch. Aber gut, dass er jetzt hier abgedreht hat. Denn so trifft ihn wenigstens nur ein Torpedo und nicht 2 oder 3. So, und jetzt repariert er natürlich. Und jetzt ist sein nächstes Ziel erstmal die New Mexico. 931 Tickets. Also das ist bald rum. Torpedos hier wieder im Wasser. Ich muss auch immer aufpassen, weil sobald das Replay rum ist, ist nämlich auch gleich das Replay beendet. Und wenn ich nicht schnell genug aufhöre, dann ist die Pfeil nämlich unbrauchbar. Also ich bin sehr gespannt. Ich sitze hier bisher mit dem Finger schon am Knopf zum Beenden. 116.000 Schaden haben wir aktuell. Jetzt die 8 Kilometer wieder weg. Da sieht er den Gegner nicht mehr und er wird auch nicht gesehen. Oh, jetzt hat Gott sei Dank sein Teamkamerad da hinten noch einen weggeholt. Sehr schön. Er ist wieder offen. Ah, er fährt so breit da zu dem Gegner. Oh, jetzt kommt auch noch eine Magi. Das ist ja unangenehm. Oh, sehr schön. Sehr schön. Wichtiger Treffer. Nimmt den da raus. Kann sich auch gleich wieder heilen. Ah, mit dem breiten Fächer würde ich jetzt nicht arbeiten. Aktuell kommt er eh nicht drauf, weil da die Insel im Weg ist. Sein Teammate macht da auch fleißig mit. Also er 4 Kills, Colorado 2 Kills. Jetzt ist plötzlich in Anführungszeichen nur noch 2 gegen 3. Aber ich würde, wie gesagt, ich will ja nicht kritisieren, aber ein Feedback geben. Ich hätte die Tierpitz in der Runde deutlich deutlich schräger zum Gegner gefahren. Er ist immer viel zu breit gekommen. Und jetzt zum Beispiel auch direkt die Heilung, weil wenn da hier ein Schlachtschiff auf mich zufährt und ich noch 10.000 Hitpoints habe, das kann eher ungut ausgehen. So, jetzt nimmt er wieder die Torpedos. Wenn er jetzt aufgeht, so wie jetzt, hätte man die Torpedos zum Beispiel früher später erwarten können. Und auch hier, er fährt komplett breit zum Gegner drauf. Torpedo trifft ein, aber man hätte hier definitiv mehr machen und rausholen können aus der Salve Torpedos, die man hier in dem Schlachtschiff zur Hand bekommt.
Ja, aber jetzt reindrehen, genau so. Und die andere Seite Torpedos, genau, so perfekt. Das hätte ich jetzt wiederum ganz genauso gemacht. Schieß die Torpedos, warum macht das jetzt nicht? Hat er noch gefühlt zu lange gewartet, kriegt er noch mehr Schaden als unbedingt nötig. Aber... jetzt komm, nimm doch die Amagi raus, endlich, endlich. Er brennt hier absolut zwei Brände, die muss er jetzt schnellstmöglich mal löschen. So, der Gegner hat noch ein Schiff und leider, kann ich euch sagen, kriegen wir den Kill nicht mehr zu sehen, weil er kommt hier nicht mehr davon. Aber ob wir die Runde gewinnen oder nicht, werdet ihr jetzt nach einem kleinen Schnitt wiedersehen. So. Ah, Dakota ist eine Woman. Aha, auch nicht schlecht. Eine Frau, die hier fleißig Schiffe fährt. Aber wie gesagt, wir sehen jetzt nicht, was er, was sein Kamerad hier macht. Das ist jetzt natürlich das Ärgerliche an dem Wirbelsturm. Was ist überhaupt noch? Die Pensacola lebt hier noch. So, die fährt ja weg von der Colorado. Die Tickets laufen wohl nicht aus. Da ist jetzt wieder die Pensacola offen. Sehr schön. Jetzt sehen wir sie wieder. Wirbelsturm legt sich. Perfekter Zeitpunkt dafür. Und er probiert sein Glück auch nochmal. Oder sie in dem Fall, tut mir leid. Und jetzt schaut es gleich nach dem Ende aus. Daher sag ich schon mal tschüss, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.